Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunken Land hier bei Heisenberg zockt. So, wir haben eigentlich Eisen. Wir wollten doch mal diesen kaputten Helm hier reparieren. Da ist er doch. Das war jetzt aber Glück, dass ich den gefunden habe. Gut, wir können mal schnell gucken. Hier oben. Und dann war das, glaube ich, hier bei dem hier. Ne, das ist irgendwie was anderes. Doch, Rüstungswerkbank. Da haben wir den Helm. Wir brauchen Gummiblabla. Oh, wir brauchen drei Eisenbahnen. Okay, jetzt haben wir hier hinten, glaube ich, zuerst mal Kupfer gezüchtet, wenn man so will. Genau, Gegenstand nehmen. Nee, war sogar eine Eisenbahn. Ja, dann platzier mal. Und dann legen wir nochmal Holz hin. Dann hätten wir dann zwei. Jetzt haben wir eine Eisenbahn. Okay, wir brauchen nochmal zwei Eisenbahnen. Wisst ihr was, wir gehen mal kurz... Haben wir Hunger oder so? Nee, müssen wir schlafen? Nein, überhaupt nicht. Gehen wir mal kurz raus und sorgen mal dafür, dass wir auch mal wieder ein bisschen Holz haben. Guck mal, weil hier die Bäume... Ja, die kommen hier schon wieder. Das ist relativ beruhigend. Zack, einmal diesen. Zack, einmal den. Sammeln wir erstmal ein, was wir hier haben. Das kostet keine Kraft, weil ich nehme an, Bäume klopfen. Ja, das kostet tatsächlich wahrscheinlich auch Energie und Zeugs. Das ist eigentlich nichts wie logisch. Und hier liegt tatsächlich Holz rum. Als gäbe es kein Morgen mehr. Hier hinten auch noch ein bisschen was Holziges. Sieht jetzt nicht so aus. Ja, hier unten. Ne, das lassen wir. Wir gehen in die Richtung. Vielleicht auch noch einen Baum klöppeln. Ja, wobei Bäume haben natürlich schon auch was. Die bieten in irgendeiner Form tatsächlich auch Schutz, wenn man es genau nimmt. Da hinten, dass ich hier nicht unten durchkomme, ist auch nicht schlecht. Aber das ist natürlich okay und gut, weil da kommen die Feinde da ja auch nicht durch. Das ist ganz klar. So, einmal Höhe generieren. Oh, das Boot haben wir ja noch. Ja, wisst ihr was? Wir gehen auf Jagd. Und zwar, muss schnell den Inventar leeren. Entschuldigung. Damit wir das haben, damit wir hier nicht alles mitnehmen. Was brauchen wir denn nicht? Ja, wir müssen... Oder wisst ihr was? Ich gehe mal schnell gucken, ob das mit dem Eisen schon geklappt hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so schnell geht. Aber okay. Ne, war eins weiter. Doch, tatsächlich. Das geht ja sehr schnell. Okay, also nochmal einen rein. Sollen wir schnell warten, bevor wir das mit dem Motorboot machen? Ja, wisst ihr was? Wir leeren mal den Inventar. So, das, was wir nicht brauchen, fliegt sozusagen raus. Chemisch, Komponenten. Doch, die Komponenten brauchen wir, glaube ich, für den Helm, dachte ich. Stoff. Ne, Gummi brauchen wir noch. Genau, das kommt weg. Holzkohle brauchen wir nicht. Dann ist hier voll. Da brauchen wir eine neue Kiste. Das wäre dann er hier. Holz kann auch rüber. Die können auch rüber. Das hier brauchen wir noch. Gut, wenn wir jetzt Glück haben, ist dieses Stück Eisen auch bereits fertig. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Bin ich schon wieder falsch? Jawohl. Gegenstand nehmen. Das geht ja tatsächlich zügig. Jetzt können wir gerade nichts mehr machen, weil ich kein Eisen mehr dabei habe. Aber wir hätten, glaube ich, noch Kupfer unten und Schwefel. Ja, dann lasset uns... Was wollte ich jetzt? Den Helm wollte ich reparieren. Genau. Also, einmal hier hin. Weil der ist stärker wie der, den wir haben. Wo kann ich hier? Da, Rüstungswerkbank. Herstellen. Bats. Sehr gut. Wenn wir jetzt hier gucken, dann ist hier der Helm. Da haben wir 10, hier haben wir 20. Ja, das hat sich durchaus gelohnt. So, hier mit dem Motorradhelm. Wir können auch noch weitere Rüstungsgegenstände tatsächlich bauen. Hier sehen wir hier eine Schrottrüstung, haben wir. Ein Eisenhelm. Ja, aber der ist schlechter wie unser tatsächlich. Wir können doch aber noch andere Sachen bauen, dachte ich. Bauen. Haben wir hier auch Kleider? Nee, Schiff und Co. Achso, Schiff. Apropos Schiff. Genau, wir düsen mal los. Haben wir noch Erdbeeren? Das liegt hier irgendwie sehr unmotiviert in der Gegend rum. Nein, ich wollte eine Kiste haben, aber nicht eine volle. Dann kann ich nämlich mit dem Holz rüber und mit den Komponenten und der Holzkohle und den Schrotthelm brauchen wir im Moment auch nicht. Gummi auch nicht, dann nehmen wir das hier mit. Wir haben noch Erdbeersamen. Ich wollte jetzt schnell gucken. Ich wollte eigentlich nicht die Axt, aber okay. Können wir die Erdbeeren? Oh, die können wir sammeln. Machen wir das. Sammeln. Sammeln. Hier hinten haben wir noch was. Können wir auch sammeln. Da können wir nämlich wieder pflanzen. Kann ich nochmal pflanzen oder ist das zu wenig? Doch. Ne, jetzt haben wir nichts mehr. Wir brauchen wieder Erdbeersamen. Wir gucken schnell und dann gehen wir Bötchen fahren. Würde ich vorschlagen. Haben wir noch irgendwo schöne Erdbeersamen? Zack. Ich dachte, wir hätten schon durchaus noch was. Denkste. Doch, da sind sie doch. So, einmal Höhe. Und dann werden wir hier die zwei noch bestücken. Einmal so. Und einmal diesen hier. Und dann haben wir bestückt. Dann sind wir gut unterwegs. Ja. Sonst was mitnehmen? Achso, was essen wollte ich hier noch. Genau, dass das hier rauf geht. Ja, dann ist okay.
Benzin, halt, wir brauchen Benzin. Also ich nehme mal an, dass so Benzin brauchen, da haben wir 10 Einheiten. Das müsste doch reichen, um Motorboot zu fahren. So, cool. Zum ersten Mal mit dem Motorboot unterwegs. Fahren. Farbe ändern müssen wir nicht. Mach mal, nehme ich die Truhe. Dann geh mal raus hier, mach mal fahren. F. Kein Treibstoff vorhanden. Okay, wie tanke ich? Beschleunigung beenden, vorwärts. Wie tanke ich denn das Ding? Steht das irgendwo? Mit Benzin wird verwendet, um Booten Antriebskraft zu verleihen. Wie auch? Kein Treibstoff mehr fahren. Ja eben, wir müssen nachtanken. Muss ich den vielleicht in die Truhe rein? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Ne, da steht immer noch kein Treibstoff fahren. Ach, Treibstoff hinzufügen. Da haben wir es doch. Okay, dann brauche ich bitte die Truhe nochmal. So, einmal C. Und dann einmal ganz nach hinten. Und dann werden wir mit F Treibstoff hinzufügen. 10 Stück haben wir. Jawohl, gut. Das ist immerhin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange das reicht. Wir haben aber sonst noch ein bisschen. Tatsächlich dachte ich auch. Benzin. Jetzt frage ich mich, sorry fürs wilde Drehen. Nee, nicht Fahrgast. Ich möchte ja fahren. Also soll ich erstmal schubsen? Ja, ich schubse mal. Ich schubse es mal ein bisschen aufs Meer raus. So, und jetzt wieder rein. Und jetzt fahre ich schon. Nee, da ist fahren. So, einmal abdrehen. Jawohl, ich gehe mal davon aus, dass sind wir doch bedeutend schneller. Und vor allem, wir werden natürlich nicht müde. Jetzt, wir waren doch... Wir haben doch einen Hai gekillt, einen Hammerhai. Wo war das gleich nochmal? War das bei den Ruinen? Wo sind wir? Hier? Oder bei den Apartments war es, glaube ich. Ja, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal zu den Apartments. Wie viel Benzin brauchen wir denn hier? Sehe ich das? 9,92 Liter haben wir. Ja, es geht schon runter. Okay. Nur ich gucke, dass ich nicht dran vorbeifahre. Das ist ja tatsächlich ein stattliches, vernünftiges Tempo mal. Hier waren die Apartments. Das sind die Ruinen. Moment, ich fahre hier völlig falsch. Wir sind so schnell, dass ich hier tatsächlich nicht mal mehr... Apartments. Oder wo waren wir denn? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo wir waren. Wir gehen mal zu den Apartments, würde ich vorschlagen. Wir sind hier so schnell, da kommen wir natürlich auch relativ gut rum. Würde ich sagen. Da, man sieht die Apartments. Einmal zack, hineingehüpft. Irgendwo ein Hai. Nee, das war doch nicht bei den Apartments. War es nicht sogar der Rummelplatz, wo wir den Hai vertrieben haben? Das ist natürlich ganz der Hammer, dass ich jetzt nicht weiß. Aber wir haben die Tauchflasche auch noch. Das heißt, wir können länger bleiben. Dass ich jetzt nicht weiß, wo wir da waren, ist natürlich jetzt aber echt behämmert. Mach mal den noch kaputt hier, dann gibt es noch ein bisschen Stoff. Oh, das hält aber schon schön hier. Aber ist, wenn wir jetzt... Wie soll ich sagen, wenn wir das aufgebraucht haben, was wir hier haben, ist dann das Ding leer, dann müssen wir es wieder füllen? Wahrscheinlich schon. Das ist im Prinzip für einen Tauchgang ein, so eine Flasche. Sehe ich das richtig? Ich fürchte ja. Alles nehmen, dankeschön. Dann haben wir hier noch was. Das muss sich dann halt auch lohnen, wenn man das macht. Wobei, wenn wir jetzt auftauchen, dann haben wir ja die Hälfte noch, dann können wir eigentlich nochmal runter. Ich staune gerade, dass wir hier so viele Sachen haben. Kommt, wir gehen nochmal einmal eins tiefer. Und gucken hier nochmal schnell rein. Ja, da haben wir nochmal Schrott. Und Hai haben wir hier ja auch keine. Also von daher sind wir hier relativ auf der sicheren Seite. Sofa klöppeln. Klöppel, klöppel. Ist immer noch okay mit der Luft. Hier haben wir noch was. Durchsuchen. Ja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Wobei, das ist natürlich schon nicht schlecht. Das generiert ja auch wieder unsere Gesundheit. So, den nehmen wir noch mit und dann gehen wir rauf. Ja, und dann ist wahrscheinlich die Luft tatsächlich halt aufgebraucht. Also da bin ich fast sicher. Sprich, das müssen wir, dann müssen wir das Ding wieder füllen und dafür brauchen wir diese Luftdingstation. Auch nochmal schnell durchsuchen. Dankeschön. Und nach oben düsen. Und zwar straight ahead. Ja, jetzt ist die Tauchflasche eh weg. Die ist aufgebraucht. Aber ich hoffe, wir haben die noch im Inventar. Weil wie sollen wir die sonst auffüllen? Nein, die Truhe brauche ich nicht. Ich brauche mein Bötchen. Dankeschön. Da ist er. Keine Atemluft. Kleine Atemluftflasche. Verlängert die Tauchzeit. Aber die ist halt leer. Das sieht man ja. Jetzt müssen wir rausfinden, wie wir die füllen. Aber ich denke, das finden wir raus. Lasset uns zurück zur Flagge. Ist natürlich auch nicht wirklich weit. Sehr gut. Aber dann haben wir das mit dem Boot auch mal ausprobiert. Wir sehen Benzinverbrauch. Hält sich in Grenzen. Also da kommst du schon ein Stückchen weit. Und wir haben, glaube ich, eh noch weiteres Benzin, dachte ich. So, ich würde sagen, das Motorboot, das kommt mal plus minus hier hin.
So, einmal so. Einmal rüber. Ach, haben wir hier auch gerade noch was? Nee. Hier sind Kisten. Nee, da ist nichts. Okay, da war die Neugierde größer. Das war eigentlich klar, dass da nichts ist. So, wir gehen mal gucken, wie das ist mit dieser Luft. Dingens. Haben wir eigentlich noch Platz im Inventar? Ich meine, irgendwie kommt so ein Baumnehmer noch mit. So, dann können wir nämlich auch wieder bauen. Das wollte ich doch eh schon die ganze Zeit wieder mal. Weil Eisen haben wir jetzt auch wieder gefunden. Aber dann müssen wir erst gucken, was wir für diese Luftfühlstation zahlen müssen. Hier war da mal eine Leiter. Ne, hier vorne. Jetzt habe ich gerade gedacht, da hat irgendjemand die Leiter geklaut. Sag mal. Auch nicht schlecht. So, das können wir wegmachen. Hunger, Durst ist halbwegs okay. Dann schauen wir mal. Luftauffüllkollege brauche ich. Verbesserter Grill. Hier, Luftfüllstation. Zwei Gummis und zwei Eisen brauchen wir noch dazu. Da ist halt ein bisschen die Frage, ob es nicht fast einfacher ist, wenn wir einfach nochmal so ein Luftfüllding machen. Wo hatten wir die denn? Ne, hier nicht. Ah, hier nochmal runter, genau. Nö. Hä? Wo ist denn jetzt mein... Wo ist denn jetzt... Das war doch hier. Come on. Hier hatten wir doch das mit Luftfüllflaschen bauen. Oder war es tatsächlich bei der 1? Ne, hier sind Komponenten, bla bla bla. Dann war es nicht hier. Sondern... Ach so, ne, das haben wir natürlich bereits erforscht. Logisch. Ja, habt ihr recht. Stimmt. Die Frage ist, wo die sind. Die müssen doch hier drin sein. Aber nicht bei der Wohnung wahrscheinlich. Hier auch nicht. Hier haben wir die Seefahrt. Da ist auch nichts drin. Jetzt finde ich tatsächlich diese Dingens nicht mehr. Das gibt es ja echt nicht. Holzwand? Nee, hier ist doch das auch nicht drin. Das ist ja was anderes. Mission, Baupläne, Karte, Fraktion. Da muss es doch irgendwo hier sein. Luftkollegen. Nee, aber ich kann mich hier erinnern. Da haben wir sie doch. Kleine Atemluftflasche. Ein Eisen. Komponenten und so weiter. Ja, ob es jetzt viel günstiger ist. Ich meine, der Punkt ist, wir brauchen sowieso nochmal Eisen. Dann wird schnell gucken. Ich dachte, wir hätten... Nee, ich glaube, wir haben eben kein Eisen mehr. Wir haben noch Kupfer und so Zeugs. Ah, fehlt ja auch gar nicht. Wo haben wir denn Lederhammer? Okay. Ist das jetzt echt in der letzten Kiste drin, die ich mir jetzt ansehe? Nee, ist ja auch nichts. Aber wenigstens haben wir hier nochmal Erdbeerdingens. Moment, nochmal gucken. Hier, Schwefel haben wir. Ein Kupferbarren sogar. Aber Eisen in dem Sinne haben wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen Kupfererz. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal nach Eisen suchen. Was war das für ein Geräusch? Sie greifen an. Okay. Das ist ganz schlecht. Ich habe keine Bolzen mehr. Kann das sein? Das ist natürlich Käse im Quadrat. Kann ich noch schnell Bolzen herstellen? Wir haben ja Eisen. Wie stelle ich denn die Bolzen gleich nochmal her? Oh, die schießen hier. Die schießen scharf. Ah, ich brauche die Bolzen. Die Bolzen für die Armbrust. Da, Armbrustbolzen herstellen. 30 Stück, okay. Dann die 4. Nein, die 5 brauche ich. So, wir können ja auch wieder reparieren, aber es ist natürlich schon nicht... Oh, geh mal hier durch. Mach mal die Tür zu. Sie schießen aus der Entfernung. Okay, das heißt, sie kommen, glaube ich, zumindest im Moment hier noch nicht rein. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Dezent. Da unten ist einer. Das ist zu weit weg. Das würde ich nicht machen. Vielleicht hier irgendwie. Ich muss sie getroffen haben. Ich muss ein bisschen Deckung gehen. Und dann trifft. Wir haben ja 40 Bolzen. Also so schlecht nicht. Ja, müsste auch getroffen haben. Trifft er uns? Ja, ab und zu. Nein, das hat sich gerade bewegt. Aber hier in der Basis drin ist hoffentlich keiner. Ne, sieht nicht so aus, als würden sie jetzt hier auf Anhieb reinkommen. Das ist schon mal gut. Gehen wir hier mal auf Höhe. Dann gucken wir hier mal. Da ist einer, aber das ist ja zu weit weg. Leute, kommt ein bisschen näher. Einfach ein bisschen näher kommen. Und heller könnte es halt auch sein. Schwimmt da einer? Weiß gerade nicht. Sonst, da hinten steht einer, den sehe ich. Auf was ballern die denn? Ich glaube, die machen hier tatsächlich unsere Dingens kaputt. Oh, ich wollte eigentlich da Höhe haben. Kann ich nicht so weit springen, wenn ich hier die Armbrust habe? Das kann ja aber auch nicht sein. In die Richtung?
Da ist doch einer, da fuchtelt doch einer. Allen Ernstes fuchtelt da einer. Wie komme ich denn jetzt an den ran? Ich wollte eigentlich... Ah, da. Nein, die Tür reingeschossen. Ist es wahr? Bleib stehen. Nochmal. Sag mal. Jetzt ins Gesicht. Gut, den haben wir. Komme ich hier irgendwie raus? Nach hinten? Eigentlich nicht. Also einen haben wir, das war aber auch eher ein harmloser, so wie es aussah. Da ist einer wieder an der Tür dran. Nein, nicht schlagen. Oh, da ist die Fackel im Weg. Lauf, 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 Kollege. Oh, er ist halt immer noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Haben wir wieder einen? Alles nehmen, dankeschön. Gucken, wo sie sind. Da ist einer. Es ist halt zappenduster. Oh, dass die aber auch immer nachts eingreifen. Aha. Oh, da ist ja einer an der Tür. Oh nö, lauf, lauf, lauf. Ich habe ihn eigentlich getroffen. Ich habe ihn eigentlich schon wieder getroffen. Ach, come on. Ich schnappe die Sinze. Niemals. Nein, nicht rausgehen. Allzu viele Bolzen haben wir nicht mehr. Ja, ich sehe halt auch nichts. Wisst ihr was, ich gehe mal hier nochmal schnell hin. Wo war das? Ne, das war hier. Irgendwo hier, genau. Wir stellen nochmal her. Inventar ist voll. Oh Gott, auch noch. Kann ich hier ein Feuer machen? Dann sehe ich, welchen hier drin war. Ich weiß, die sind immer noch am Ballern. Aber wir müssen hier den Inventar schnell loswerden. Ich brauche eine Kiste. Den ganzen Käse raus. Zack, zack. Okay. Und dann herstellen, herstellen. Und dann zack, hier runter. So, jetzt sind wir wieder gewappnet. Also hier würden wir jetzt sogar ein bisschen was sehen. In dem Bereich. Aber dass die in die Basis reinkommen, die machen halt die Tür kaputt. Wo ist er? Das ist natürlich im Nahkampf wahrscheinlich fast nicht zu machen, dass wir die erwischen. Mit der Axt oder so. Weiß es nicht. Da unten ist er. Hat das gesessen oder schieße ich in die Mauer rein? Kopfschuss, das sind drei Stück da. Die treffen. Aber lauf weg. Ich muss mal schnell gucken, im Inventar drin. Habe ich da Verbände? Oh, ich hatte doch immer Verbände. Jetzt wird es hier schwierig. Lauf! Jetzt ist er wieder irgendwie müde. Manchmal hakt es halt dermaßen. Verbände. Stoff. Oh. Wo ist die Notfallapotheke? Stoff. Stoff. Ich finde die Verbände. Allen Ernstes nicht. Verbände, komm. Irgendwo haben wir sie. Wie sehen die denn gleich normal aus? Stoff, Stoff, Stoff. Glas. Haben wir keine Verbände. Das ist natürlich Käse. Ich kann doch jetzt nicht Verbände herstellen. Wie stelle ich denn Verbände her? Hier. Aus Stoff. Ich brauche zweimal Stoff. Okay. Halt. So, eigentlich hätten wir keine Zeit dafür, aber es hilft ja nichts. So, Verband. Sehr gut. Dann werden wir hier noch so eine Konservendose essen, damit es uns wieder ein bisschen besser geht. Hier schnell reparieren. Und dann müssen wir das neu angehen. So ist natürlich, wenn man dann zwischendrin noch neu sich ausrüsten muss, ist natürlich schwierig. Da ist er. Oh, nicht schon wieder. Oh ja, die sind tatsächlich. Und die sind natürlich relativ heftig, die Jungs. Okay, wir spawnen im Bett. Würde ich vorschlagen. Zack, und die sind natürlich immer noch da. Mal nochmal den hier. Aha, das könnten wir noch looten dort, aber das brauchen wir im Moment nicht. Aber das ist schon, wenn sie schießen. Das habt ihr auch mal gesagt. Das ist tatsächlich relativ hart, wenn die treffen. Tatsächlich. Ist auch logisch irgendwie. Das trifft schon wieder. Tricky.
einen haben wir, der schwimmt dort, unmotiviert. Jetzt haben wir, glaube ich, die beiden. Die müssen tot sein. Dann haben wir dort noch einen. Lauf, lauf, lauf. Auch gut. Die schwimmen da. Oh, der ist auch tot. Die schwimmen, das heißt, die kommen hier nicht rein. Das ist doch schon mal bestens. Jetzt fehlt, glaube ich, noch einer, wenn ich mich nicht täusche. Wir können hier mal noch schnell den hier. Jawohl, bitte alles nehmen. Dankeschön. Also die Musik ist ja noch da, also muss immer noch einer rumschwirren. Die Frage ist, wo? Aber Weste und Helm, die helfen schon auch, tatsächlich. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Jetzt, wie finden wir den? Wenn der nicht schießt... Da hinten vielleicht? Oder schwimmt der auch? Ich weiß halt nicht, wer hier schwimmt und wer. Wir gehen mal gucken. Ist vielleicht nicht ungefährlich. Ja, der ist tot. Dann könnte man den aber auch looten, nehme ich an. Jawohl, nimm mal. Nein, nicht da, diesen. Da schwimmt doch noch einer. Nein, daneben. Aber der macht ja nichts. Ich treffe ihn auch nicht mehr. Jetzt. Wird die Musik wieder schön? Jawohl, die Musik wird wieder schön. Wir haben sie. Okay, einmal gestorben. Aber ich denke, was wir vor allem gesehen haben, und was natürlich mir sehr gefällt, Wasser, dass sie hier nicht reinkommen. Die haben da keine Chance. Sonst wären sie ja nicht im Wasser geblieben und hätten geschossen. Sehr gut. Hui, haben wir es überlebt. Was möchte ich nehmen? Ach, die Tür schließen. War er offen? Sag mal. Wir machen mal zu. Jetzt habe ich wieder ausgesperrt. Ja, danke schön. So. Haben sie das Tor kaputt gemacht? Nee, das ist noch da. Aber warum kann ich denn jetzt von hier drin? Das schmeißen wir jedes Mal wieder raus. Machen wir die Tür zu. Aha, jetzt. Gut. Die haben das aber, glaube ich, aufgekriegt. Dann ist ein bisschen die Frage, warum sie nicht reingekommen sind. Aber okay, das ist ja nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir jetzt wieder tatsächlich die ganze Nacht nicht geschlafen haben. Ich müsste hier mal irgendwie... Moment, jetzt bin ich irgendwo, wo ich gar nicht reinkomme. Ach doch, hier war doch eine Treppe. So, Moment. Hüpf mal rauf. So, steck mal das Ding weg. Geh mal hier hin, kletter hier rauf, dann sind wir dann wieder zu Hause. Eben, jetzt haben wir halt nicht geschlafen. Das würde ich jetzt auch nicht, weil sonst schlafen wir bis nachmittags und weiß ich nicht wann. Das heißt, wir machen nochmal durch, würde ich vorschlagen. Gut, hier nochmal ein bisschen Holz, nochmal da Licht. Ja, wir haben es überlebt, wenn auch irgendwie, sagen wir mal so, eher knapp. Aber ja, Hauptsache überleben. Wir gehen noch ganz schnell reparieren, was wir hier haben. So, einmal den hier. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Wir kommen ja schön voran. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.